Hallöchen, meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Es gibt ein neues Video mit zwei tollen Telefonaten, die beide, naja, wie immer nicht besonders intelligent sind, aber auf jeden Fall zur Aufklärung dienen, was wir da für Menschen am Telefon haben. Jede Menge Abzocke und Betrug. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Telefonaten. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Das spricht Adam Kramaric und Herr Lieb. Ja. Sie interessieren sich für zusätzliches Einkommen auf dem Finanzmarkt, stimmt das? Ja. Sie haben vor ein paar Tagen Ihre Kontaktdaten bei uns hinterlassen, stimmt das? Ja. Stimmt das? Vielleicht, weiß ich nicht. Da spricht Adam Kramaric, ich bin Account Manager von Firma GTX Capital. Toll. Und Sie haben vor ein paar Tagen Ihre Kontaktdaten bei uns hinterlassen. Aha. Und ich bin Manager, dabei Ihr Account Manager. Ich also Callcenter-Mitarbeiter, ja. Wie bitte? Das Wort Account Manager heißt der Callcenter-Mitarbeiter. Ja, genau. Ja. So, darf ich fragen, haben Sie schon vielleicht Erfahrung in diesem Bereich auf dem Finanzmarkt oder noch nicht? Als Callcenter-Mitarbeiter noch nicht, nein. Okay. Darf ich fragen, möchten Sie mit Kryptowährungen arbeiten oder mit Aktien? Weiß ich noch nicht, was ist denn da hübscher? Wie bitte? Ja, was ist denn da entzückender? So, wir benutzen ganz modernes automatisches System. Aha. Und haben Sie schon über Handelsboot gehört oder noch nicht? Ein Handelsboot, ja, das da kommen doch die Öltanker mit dem Benzin und so. Ups, das war zu viel Milchpulver. Ja. So, und? Ich erkläre ganz kurz über unser neues Handelsboot. Er führt für Sie alles Prozess automatisch. Aha. Er sucht für Sie ganz verschiedene Kryptowährungen und Aktien zum einen günstigen Preis. Das Handelsboot, das transportiert dann Kryptogeld oder wie? Ja, Kryptowährungen, Aktien, oder Rohstoffen, ganz verschiedene. Ja, entzückend. Und wie gesagt, zum billiger kaufen, zum teurer verkaufen und die Differenz der Gewinn. Ja. Sie können monatlich von 15-20% von Ihren Investieren verdienen. Das ist eine schöne Garantie, was können Sie bekommen von unserer Firma. Ja. Okay. Mit welcher am besten möchten Sie arbeiten? Mit Krypto oder mit Aktien? Weiß ich nicht. Okay, wie gesagt, alles läuft automatisch. Der Roboter sucht für Sie ganz verschiedene Krypto und Aktien. Und Sie sollen nur Finanzinstrumente wählen, mit welchen möchten Sie arbeiten. Das kann sein Krypto oder Aktien oder Rohstoffen. Aber trotzdem, Sie können monatlich von 15-20% verdienen, von Ihnen investieren. Erste Monat bekommen Sie Probezeit, wie gesagt. Sie können anfangen mit minimaler Anlage. Ja. Und dabei nach dem ersten Monat, Sie können selbst entscheiden, möchten Sie mit uns weiterarbeiten oder die ganze Summe von Ihren Investieren schon mit Gewinn auszahlen lassen. Aha. Okay, wir haben ganz verschiedene Zahlungsmethoden mit Kreditkarte, Master, Visa und Bank, per Banküberweisung. Was ja. Lieber für Sie? Das Beste nehme ich da. Bei Banküberweisung oder... Wenn Sie sagen, das ist das Beste, dann nehme ich das. Ja. Mhm. Und was lieber für Sie mit bei Banküberweisung oder... Na, wenn Sie sagen, das ist das Beste, dann nehmen wir das. Okay. Mhm. Und benutzen Sie WhatsApp? Nee. E-Mail? Adresse? Sowas habe ich, ja. So, dann schicke ich per... Ihre Mail, unsere Bankdaten. Aha. Und wenn Sie Banküberweisung machen, können Sie bitte ein Foto schicken per E-Mail. Warum? Dann wir schnell aktivieren Ihre Account. Ja, und wozu brauche ich da ein Foto? Ja, genau. Foto von Banküberweisung. Und wozu? Dann wir können Ihre Account alles Konto schneller aktivieren und wir müssen nicht von 2-4 Tage warten. Ach, die kann ich warten, die 2-4 Tage.
Da kann ich Helgeland warten. ankommen. Dann warte ich so lange. Okay. Ist es Ihre E-Mail-Adresse? Lola Lili googlemail.com. Ja. Okay, super. Dann schicke ich per E-Mail unsere Bankdaten. Welche Summe möchten Sie empfangen? Was, welche Summe ich empfangen möchte? Ja. Keine Ahnung, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Kommt drauf an, wie viel ihr mir geben wollt. Sie können von 15-20% verdienen von Ihrer investieren. Aha. Und mit welcher Summe möchten Sie empfangen? Wie? Und? Ja, weiß ich nicht, wie viel muss ich denn? Sie können mit 250 Euro anfangen, oder 500 oder 1000 Euro, das ist, Ja, und dann einmal der Hinweis, dass ihr jetzt eure Audioeinstellungen ein bisschen nach unten regeln solltet und vielleicht nicht so laut machen solltet, weil laut wird's gleich von ganz allein. Der Betrüger, der versteht uns nicht und naja, ich probier's mal etwas lauter und danach hat er's dann tatsächlich auch mal verstanden. Sie müssen selbst entscheiden, mit welcher Summe Sie anfangen. Ja, dann nehme ich erstmal 25 Euro. 220 Euro am besten? Nee, 25 Euro. So, 250 Euro? Nee, 25. So, ich habe schlecht gehört. Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen und wiederholen? 25! Haben Sie es jetzt verstanden? Ein bisschen schlecht. Tja, dann sollten Sie sich die Ohren waschen. So, 25. Genau. Aber bei uns minimale Anlage 250 Euro. Das haben Sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, das soll ich entscheiden. Habe ich jetzt getan. Die Entscheidung steht fest. Ja, ich habe gesagt, Sie können mit minimaler Anlage 250 das Euro. Das haben Sie nicht gesagt. Oder mit, Sie haben mich gefragt, wie viel ich einzahlen möchte. Nein, haben Sie nicht. Sie haben gefragt, wie viel ich einzahlen möchte. Habe ich jetzt gesagt. Aber verstehen Sie, ja, Sie können mit 25 Euro empfangen, aber verstehen Sie, Sie verdienen gar nichts monatlich. Ja, es reicht ja erstmal zum Probieren. Wenn Sie rechnen, 25 Euro. Ja, mehr nimmt man ja eh nicht pro Trade. Und 20%, nimm bitte 20% von 25 Euro. Und ja, ich bleibe trotzdem bei dem, was ich gesagt habe. Nehmen wir erstmal 25 okay, Euro. Aber bei uns die minimale Anlage 250 Euro. Das haben Sie nicht gesagt. Das haben Sie nicht gesagt. Sie haben mich gefragt, wie viel ich einzahlen möchte und ich habe gesagt 25 und dabei bleibe ich. Nee, ich habe gesagt, ich kann mit minimaler Anlage empfangen. Nein, haben Sie nicht gesagt. Nein, haben Sie nicht gesagt. Euro, haben Sie nicht gesagt. Oder 1000, ja. Ja, das haben Sie nicht gesagt. Haben Sie nicht die 250 Euro? Oder ist das eine große Summe für Sie? Das geht Sie doch nichts an. Wenn ich sage, ich nehme 25 Euro, dann bleibe ich dabei. Sie haben mich ja gefragt, wie viel ich einzahlen würde. Habe ich Ihnen jetzt gesagt? Ich habe gesagt, dass Sie können... Machen Sie jetzt Spaß oder wie? Wollen Sie mich jetzt hier veräppeln? Finden Sie das lustig? Sind Sie YouTuber? Wollen Sie mich auf YouTube stellen? Wollen Sie mich verarschen oder wie? Sie sind bestimmt YouTuber und wollen mich verarschen. Da bin ich mir sicher. Ich habe gesagt, ja, Sie sind unseriös. Sie sind unseriös. Sie machen Spaß. Ich denke, dass Sie... Nee, Sie sind unseriös. Sie machen Spaß. Das kann so nicht sein. Sie müssen auch mal bei einer Ihrer Aussagen bleiben. Kann ich ja nichts dafür, wenn Sie Ihren Job nicht vernünftig machen können. Ich verstehe nicht, Herr Lips, warum haben Sie Ihre Kontaktdaten hinterlassen unter unserer Werbung und jetzt Sie macht Spaß mit mir, ja? Nee, Sie machen ja Spaß mit mir. Sie sind hier der Übeltäter. Ja, aber warum? Ja, und warum machen Sie Spaß mit mir? Ja, aber warum? Finden Sie das lustig? Aber finden Sie das irgendwie witzig? Wollen Sie mich hier vereiern am Telefon und meine Zeit stehlen oder was? So. Also ich finde, Sie sollten Ihren Job schon vernünftig machen. Geben Sie mir mal Ihren Chef, ich möchte mich bei Ihrem Chef beschweren. Geben Sie mir bitte...
Tja, ihr könnt euch vorstellen, den Chef habe ich nicht bekommen und der Mitarbeiter hat einfach aufgelegt. Tja, so macht man das halt in so einer Firma, ne? Aber wir haben hier mal einfach mal den Spieß komplett umgedreht und das typische, ach, ich habe dich als YouTuber erkannt, Skript hier runtergerattert, was wir hier nun mittlerweile auch schon langsam auswendig auf dem Kanal können. Tja, das schaffen wir auch, was die Betrüger können. Letztendlich braucht man ja dafür nicht viel wissen. Und viel Ahnung haben muss man auch nicht. Also kann man das Gleiche machen wie die. Ja, aber ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Das läuft auch nicht besser. Es ist Lukas Beck. Spreche ich gerade mit dem Herrn Trüger? Was? Spreche ich gerade mit dem Herrn Trüger? Scheinbar nicht, weil ich verstehe nicht, was Sie sagen. Mit wem habe ich Ehre? Mit wem habe ich am Apparat? Ja, den Sie angerufen haben. Aber das ist ja, so unfassbar laut im Hintergrund, man kann Sie kaum verstehen. Wieso können Sie mich nicht verstehen? Ja, weil Ihre Musik da im Hintergrund sehr laut ist. Was hat damit zu tun, ob der Hintergrund laut ist? Ja, dadurch kann ich Sie kaum verstehen, das hat damit zu tun. Okay, jetzt besser? Nee. Okay, bin ich mit dem Herrn Trüger verbunden? Was? Bin ich mit dem Herrn Trüger verbunden? Nee. Mit wem habe ich die Ehre? Ja, mit dem, den Sie angerufen haben. Aber ich habe gesagt, wer mich angerufen hat. Können Sie mir einfach nur sagen, wie Sie heißen? Es wird gar nicht passieren. Da müssen Sie keine Angst haben. Ja, ich kann kaum was verstehen. Das ist ganz, ganz schlecht, die Telefonqualität. Unfassbar laut im Hintergrund. Und man kann Sie nicht verstehen. Ja, gute Schauspieler sind Sie, ne? Was? Haben Sie eine Macke? Ja, also, ihr wisst es ja aus den anderen Videos, die Hintergrundgeräusche sind hier möglichst ein bisschen rausretuschiert, dass man nicht mehr ganz so viel davon mitbekommt. Schon alleine wegen der Musik, weil die halt auch einfach nicht erlaubt ist, die einfach so weiter zu verbreiten. Demzufolge muss ich halt jedes Mal schauen, dass die Musiktitel aus dem Hintergrund nicht mehr als solches zu identifizieren sind möglichst. Ja, aber hier in dem Callcenter war es einfach so laut, dass ich den wirklich kaum verstanden habe. Natürlich habe ich letztendlich, wenn ich genau zuhöre, schon verstanden, was der gesagt hat. Aber ich hatte halt auch keinen Bock, ne, mich auf so einer Ebene mit dem zu unterhalten. Denn wenn man jetzt hier Bankgeschäfte machen möchte, ich finde, dann sollte man den gegenüber schon irgendwie genau verstehen. Denn sonst weiß man ja nicht so wirklich, was man da eigentlich genau tut. Wenn das erzählen die einem sowieso nicht, was man da genau tut, aber naja, dann würde man zumindest erstmal irgendwie auf einer anständigen Ebene miteinander kommunizieren können. Aber naja, das wollen ja die Betrüger eben auch nicht haben. Die wollen halt einfach ihre Musik und den Krach und keine Ahnung, was sie da den ganzen Tag machen. Aber seriös ist das definitiv nicht. Sie sind guter Schauspieler. Was hat das mit Schauspieler zu tun? Bei Ihnen ist es furchtbar laut. Ah, das können Sie schon verstehen, also... Ja, aber es ist furchtbar laut bei Ihnen. Man muss sich extrem anstrengen, um Sie irgendwie zu verstehen am Telefon. Ja, nur haben Sie das Mikrofon aus. Es ist nicht laut. Lassen Sie diese Ausrede, es ist laut. Hat nichts mit Ausrede zu tun. Bei Ihnen ist es wahnsinnig laut im Hintergrund und man kann Sie nur ganz schlecht verstehen. Die Akustik ist wirklich furchtbar. Bei Ihnen ist laut. Bei Ihnen ist laut, bei mir nicht. Nee, bei mir ist es nicht laut. Ich sitze bei mir in meinem Büro, bei Ihnen ist es laut. Bei Ihnen ist laut. Nee. Sie haben schon mich auf Lautsprecher gesetzt und ich kann mich doch hören, also. Ja, weil es bei Ihnen sehr laut ist. Anders versteht man Sie ja nicht. Und ich weiß, dass Sie mich hören können. Ja, aber nur sehr schwer. Hallo? Jetzt besser? Ja, jetzt ist es ein bisschen besser. Okay. Ich wollte den Herrn Trüger sprechen. Sind Sie der Herr Trüger? Ja. Okay. Erstmal, ich grüße Sie. So. Ich melde mich von der Firma Bitcoin Prime. Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht. Können Sie sich erinnern? Nee. Okay. Sie haben Interesse gezeigt, an Geld zu verdienen online durch Kryptos oder Aktien oder Rohstoffe. Aha. So, deswegen melde ich mich bei Ihnen, weil ich wollte Ihnen nur bei der Aktivierung des Kontos helfen. Aber haben Sie davon schon vielleicht Erfahrung oder schon mal was gehört? Nö. Haben Sie keine Erfahrung? Ja. Hallo? Ja, was denn? Haben Sie schon Erfahrung an Online-Trading? Nö. Haben Sie keine? Okay. Das ist es eine Möglichkeit für Sie, damit Sie Geld gewinnen können. Durch Investitionen online, okay? Mhm.
So, von Bitcoin haben Sie schon was gehört? Nee, was ist das? Bitcoin. Ja, was ist denn das? Das ist ein Krypto. Aha, und was ist das? Ja, kein Krypto. Wissen Sie, was Krypto ist? Nee. Aber Sie arbeiten doch im Büro, also. Nee. Aber Sie haben gerade gesagt, sind Sie in einem Büro? Nee, habe ich nicht gesagt. Sie haben nicht gesagt, dass Sie in einem Büro sind. Ich habe gesagt, in meinem Büro. Aber Sie haben vor einer Minute gesagt, ich bin im Büro. Ja, in meinem, aber nicht in einem. Ja, aber im Büro sind Sie schon. Ja, in meinem. Okay. Und was machen Sie beruflich, wenn ich mal fragen darf? Das dürfen Sie nicht fragen. Aber ist so geheim? Das geht Sie ja nichts an. Ich frage mal nur. Ich meine, Sie arbeiten für das Geld, oder? Ja, ich arbeite für mein Geld, richtig. Okay, super, das ist sehr schön. Und was haben Sie schon was gemacht bis jetzt in Ihrem Leben? Vielleicht eine Firma gegründet oder Geschäft gemacht? Ja, wie gesagt, habe ich Ihnen ja gesagt, die Frage dürfen Sie mir nicht stellen. Ich stelle Ihnen keine konkrete Frage, sondern allgemein, Herr. Ja, auch allgemein werde ich Ihnen das nicht beantworten. Ah. Okay. Okay, alles klar. Nein, letzte Frage, Herr Trüger. Ich sehe in meinem System, dass Sie schon mal an der Börse investiert haben. Nein, habe ich nicht. Aber hier steht Ihr Name und Ihre Daten alle. Ja, das ist schon mal gemacht. Falsch. Nee, mein System ist nicht falsch. Naja, wenn Sie meinen. Ich denke, dass Sie jetzt nicht ehrlich sind, also. Ja, ich denke, Sie sind nicht ehrlich. Bitte? Danke. Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, ich denke eher, dass Sie nicht ehrlich sind. Sie sind ehrlich. Und dann sind Sie nicht ehrlich. Ja, was soll denn das jetzt für ein Gespräch werden? Was möchten Sie denn von mir? Ich wollte Ihnen bei der Aktivierung des Kontos helfen, da wo Sie die Anmeldung gemacht haben. Ja, habe ich ja schon gesagt, habe ich nicht gemacht. Aber wie sollte ich dann Ihre Daten haben? Bitte ja, weiß ich nicht, irgendwo illegal eingekauft ist wahrscheinlich. Nee. Wieso sollten wir die Daten einkaufen, wenn die Leute kein Interesse haben? Ja, was weiß ich doch nicht. Naja, Geld schmeißen wollen wir nicht. Sie sind schlau. Sagen Sie mir, wie sollte ich hier Daten haben, falls Sie die Anmeldung nicht gemacht haben? Naja, habe ich ja gesagt, das werden Sie irgendwo illegal aufgekauft haben, den Datensatz. Wozu sollten wir Daten kaufen für Leute, die kein Interesse haben? Ja, weil sie die Leute betrügen wollen. Das macht keinen Sinn. Das ist nicht logisch. Doch, das ist schon logisch. So machen das alle Betrüger. Welche Betrüger? Woher wissen Sie, dass ich Betrüger bin? Naja, bei Ihnen ist es unfassbar laut. Da läuft Musik im Hintergrund und unseriös sind Sie auch noch. Genau, weil das ist ein großes Büro und es ist Wochenende. Ach, und deswegen hat man Musik an. Übrigens ist kein Wochenende, heute ist Freitag. Genau, letzter Tag. Ja, aber deswegen hat man ja keine Musik im Büro an. Es hat gar nichts an Musik mit der Tatsache zu tun. Ja, ist trotzdem unseriös mit Musik im Hintergrund. Nehmen Sie nicht solche schlechte Argumente nicht an, Mann. Aha, ja, ist mir egal, was Sie annehmen und was nicht. Nee, mir ist auch egal, was Sie sagen, dass es ist nicht seriös, weil es gibt Musik. Aha. Was ist das für ein schlechtes Argument? Ja, es ist kein schlechtes Argument. Es ist ein zutreffendes Argument. Ja, das ist das schlechte Argument überhaupt. Aha. Weil es hat gar nichts mit der Tatsache zu tun. Und ja, mit welcher Tatsache denn? Ja, dass Sie mir sagen, dass ich Betrüger bin. Was hat das damit zu tun? Ja, weil nur Betrüger Musik am Telefon haben. Nur Betrüger Musik am Telefon haben? Ja, ein seriöses Unternehmen, was sich von irgendeiner angeblichen Brokerbank verkaufen will, hat keine Musik am Telefon. Sie das gelernt im Kindergarten? Tja, also ihr scheint ja da im Kindergarten zu sitzen bei der Lautstärke, die ihr da habt. Ne, nur Sie haben im Kindergarten gelernt. Aha, okay. Sie behalten sich, als wären Sie schlau und ja. Sagten, ja, Sie ja. Sind betrügt, aber ja. Guck mal, nur wiederholen Sie toll. Sich und hören Sie genau zu. Schön. Sie sind betrügt, weil es Musik. Super! Das machst du aber toll! Behinderte Leute, wie ja. Du sagen. Fein! Schön! Mensch! Toll! Prima! Blablabla!
Herr Träger, Sie sind ein bisschen dumm, aber ein bisschen lustig. Ja? Hat Ihnen das schon mal gesagt, Ihr Mann? Naja, immerhin bin ich nicht so eine ekelhafte Kakerlake. Was sind Sie nicht? Was haben Sie gesagt? Letzter Satz habe ich nicht gehört. Herr Träger, was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, draußen vor dem Fenster, da steht ein U-Boot. Herr Träger. Ja? Ich habe gefragt, hat Ihnen bis jetzt jemand gesagt, dass Sie dumm sind? Ja, kann es sein, dass du auch selber ein bisschen unintelligent bist und da irgendwas in deinem komischen Denkgerät da oben fehlt? Herr Träger. Ja. Herr Dumm. Ich bin nicht der intelligenteste Mensch in diesem Das Land. Stimmt. Und du bist auf jeden Fall ein Betrüger. 100%? Ja, 100% bist du ein Betrüger. Dumm? Ja. Du bist dumm. Ja. Du bist dumm. Ja. Lustig. Fein. Du bist da lustig. Mensch, du bist aber ein lustiger Betrüger. Dümmer Leute sind da lustig. Nein, das ist... Ja, und dann hat er es endlich aufgegeben. Also, weiß ich nicht, was die Betrüger immer dazu hält, so lange am Telefon zu bleiben und noch zu diskutieren und zu streiten. Weiß ich wirklich nicht, was die davon haben. Einfach nur immer wieder unfassbar. Die wollen von einem Geld betrügen und machen sich dann so unseriös aus dem Staub, dass man wirklich zum Schluss nichts anderes kann, als zu begreifen, dass das ja eigentlich alles Käse ist. Ja, aber es scheint ja zu funktionieren. Naja. Wenn ihr möchtet, ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Videos auf dem Kanal. Da könnt ihr euch gerne noch die Zeit bis zum nächsten Video vertreiben. Ja, und natürlich auch gerne noch einen Daumen nach oben da lassen oder sogar den Kanal abonnieren, wenn der Button bei euch noch rot leuchtet. Drückt mal drauf, dann kriegt ihr eine andere Farbe. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Farbe der dann bei euch bekommen hat. Oder so. Irgendwie müssen wir ja die Kommentare vollkriegen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.